Wasser. Ausgerechnet jetzt noch mehr Wasser. Diese Bilder stammen von der Okertalsperre im Harz und sie werden Katastrophenschützern und Anwohnern flussabwärts im niedersächsischen Flachland noch mehr Sorgen bereiten. Denn die Verantwortlichen der Talsperre müssen seit Montag große Mengen aus dem Stausee ablassen. Die Füllmenge stand bei 101%, er drohte überzulaufen. Dauerregen und rapide Schneeschmelze im Harz durch den plötzlichen Temperaturanstieg an Weihnachten lassen nun die Pegel auch kleiner Bäche und Flüsse rasant ansteigen. Bei Nordheim in der Nähe von Göttingen ist schon ein Damm gebrochen, die Lage angespannt. In Rinteln an der Weser mussten vorsorglich sogar mehr als 100 Einwohner evakuiert werden. In vielen Regionen Deutschlands kämpfen die Menschen mit dem Hochwasser. Schlimm hat es das Dorf Windehausen in Nordthüringen getroffen. Landunter im Dorf. Am Montag verließen 400 der rund 500 Einwohner ihre Häuser. Es geht ja nichts mehr. Wir haben keinen Strom mehr. Die Heizungen stehen unter Wasser. Toiletten funktionieren nicht mehr, weil das ganze Abwassersystem vollgelaufen ist. Und wer weiß, wie lange das man noch Trinkwasser hat. Gestern Nachmittag waren wir dann Sandsäcke schippen. Und ab 4:30 lief es Dorf voll. Und wir haben teilweise 60, 80 Zentimeter im Dorf stehen. Aber vollflächig. Windehausen war am Montag quasi eingeschlossen. Nur Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit kamen hier noch durch. Das Weihnachtsfest fiel nicht nur ins Wasser, es versank darin. Die hatten eine Stunde vorher den Strom abgeschalten. Wir hatten dann unsere Enkelkinder und die waren bei uns, weil der Schwiegersohn und die Schwiegertochter in der Feuerwehr involviert sind. Die waren auch vorhin auf Achse. So ein Weihnachtsfest wie dieses wollen wir bestimmt alle nicht wieder haben. Inzwischen ist die Lage nach Angaben der Behörden stabil. Von Entwarnung allerdings ist man noch weit entfernt. Wann die Anwohner in ihre Häuser zurück können, ist offen.